70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, Scooter Tuning ist not bad crime. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, Scooter Tuning ist not a crime. Schon mit 15 hat es angefangen, das Scooter Tuning. Lieber scheiß auf Hausaufgaben, Scooter Tuning war mir wirklich lieber. Einen hammergeilen Kiesler und nen Suni-Auspuff, einen größeren Vergaser für noch mehr Ansaugluft. Kupplung, Variomatik und den Riemen von Polini, alles abgestimmt auf Power und die Viber in Bikini. Endlich Geld für nen Evo und ne neue Kurbelwelle. In den Sommerzeiten immer heizen und natürlich Rennduelle. Wenn der Bulle kommt, heißt es die Faust im Nacken. Einfach Schleichwege fahren, friss mein Staub, ihr Spacken. Keine Panik wegen Nummerschild, ich hatte niemals einen. In Gefahren ohne Lappen, ohne Schiss von diesen Schweinen. Nach der Erfahrung kam auch langsam die Innerrotzündung. Der luxierte Downy und lackierte Spachtelaufrüstung. An der Schule hatten alle alle Typen immer was zu staunen, mit nem Willy durch den Schulhof vor dem Lehrer abgehauen. Und das oft viel zu schnell. 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit sind für die Jugendlichen ohne Reiz. Das kann wohl nicht schnell genug gehen. Mit ein wenig technischem Sachverstand sind dem Frisieren oder neudeutsch Tunen kaum Grenzen gesetzt. Die passenden Teile lassen sich ganz legal im Internet bestellen. Dass ein Scooter fast so schnell wie ein Motorrad wird, ist der Zweck der Sache. Doch nach dem Alter der Kunden wird offensichtlich nicht gefragt, trotz der Gefahren. Das Tune ist sehr gefährlich, denn das Fahrzeug ist für diese Geschwindigkeit nicht ausgelegt. Maximal bis 45-50 km/h, Bremsanlage, Fahrwerk, alles dafür ausgelegt. Und wenn man schneller fährt damit, dann packt das Fahrwerk das einfach nicht. Ah, jetzt übertreibt man nicht. So schlimm ist es nun wieder auch nicht. Trotzdem sind wir in der Überzahl. Wir werden trotzdem weitermachen, egal was ich sage. Mit Race Power auf dem Hinterrad zur Schule überhole ich 25er, das sind doch immer Schwule. Stage 6 Pro Sound über die ganze weite Stadt. Mein Heck ist so geil, verspachtelt und glatt. Meine Front, böser Blick und der Motor auf Hochtour. Über 10.000 Umdrehungen wechsle ich immer die Spur, andere bleiben stur. Nein, ich fahre lieber Mofa. Mit dem Fahrrad überholt sich ja ein ganz normaler Opa. Schon beim Start meines Motors drehen sich alle Leute um. Und auf einmal stehen alle Kiddies um meinen Roller rum. Und fanatisch auf mich staunen, heben alle ihre Daumen. Denn sie können es kaum glauben, endlich anfangen zu schrauben. Geht doch auf www.streetlikes.de oder Scooter-Attack, damit ihr es endlich checkt. Die Tuner sind weg und die Bullen fressen Dreck, für die hat es keinen Zweck, denn wir sind schon lange weg. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, Scooter Tuning ist not that crime. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, Scooter Tuning ist not a crime. Wie findest du diese Situation in diesem Moment? Ziemlich scheiße, wir haben gerade von den scheißzerrigsten Huren so einen Bullen gefuckt. Ich sitze jetzt bei meiner Mutter im Auto und meine Roller haben die mitgenommen. Kacke, Alter. Fahrt immer nach den Regeln. Sonst steht irgendwann mal so ein kleiner Hurensohn im Gebüsch, so wie da, und blitzen sich auch mit knappe 100 km/h. Wir müssen wissen, uns haben die mit 64 geblitzt. Aber das war noch nicht alles, wir waren ja 100, keine Ahnung, mein Tacho ist im Sack. Aber der Hurensohn stand im Gewiss. Guck mal, ey, guck euch das an, jetzt wird schon wieder einer angehalten. Sind das Hurensohne?